So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Der Adi ist auch da, nämlich hier. Das ist nicht der Adi, sagt ihr. Passt mal auf. Das ist der Adi. Der hat sich nämlich dahinter versteckt. Wir haben ein weiteres Paket von Genaya bekommen. Das habe ich ja beim letzten Mal schon angekündigt. Und das ist jetzt hier das große von DPD gekommen. Wieder unten vor die Tür geknallt, abgehauen. Wie jetzt würden sie immer Klingelstreich machen, immer. Los, klingel mal, schnell, wir müssen weg. Und dann kommst du runter und denkst, was soll die Scheiße hier? Wer hat da die Tüte hingelegt, Mann? Und dann trittst du drauf, weil die brennen und dann ist da Scheiße drin. Also so macht das DPD immer gedanklich. Es hat ja nicht gebrannt, ist auch keine Scheiße drin, hoffe ich zumindest. Aber schöne DPD, Gurt dir angelegt, guck dir das an. Darfst du nicht mit Messer reinschneiden. Achtung, Attention. Und hier steht was von Kodiak. www.kodiakshop24 Stretchfolie. Ich denke mal, das ist ein privater Karton und nicht, dass das irgendwie. Obwohl, ne, weiß ich nicht. Hier steht was von Depot in Erfstadt und dann ist Kajal GmbH Cologne, ne, in Köln. Die Kajal GmbH. Jetzt googeln wir alle. Da laust dich doch der Affe. Jetzt googeln wir alle mal nach der Kajal GmbH, damit wir wissen, was das ist und was uns da jetzt erwarten könnte. Es ist auf jeden Fall, obwohl es so groß ist, leichter als das letzte. Aber es ist halt groß. Vielleicht ist da ja Stretchfolie drin. Ich weiß nicht mal, was Stretchfolie ist. Ne? Ich kenne nur Stretch Jeans oder Stress Jeans, also Stretchfolie. Achso, nicht mit dem Messer rein. Aber das gilt ja nur für Stretchfolie. Hier ist ja jetzt keine Stressfolie drin. Adi, pass auf, wir haben es gleich. Adi, noch ein Stück. Okay, ich weiß jetzt, was es ist. Hä? Das gibt's beim Kajal GmbH Ding in Cologne? Was ist Kajal? Ich habe jetzt an irgendwie Augenschminkstift-Dings gedacht. Und hier habt ihr einfach heimlich, still und leise Samyang-Nudeln. Eine ganze Packung. Also fünf ganze Packungen. Fünf Fünferpacks Samyang-Nudeln. Eine Packung Samyang-Nudeln. Zwei Packungen Samyang-Nudeln. Also es sind schon 10 einzelne. 3 Packungen Samyang-Nudeln. Der Adi macht Auge. 4 Packungen Samyang-Nudeln. Und natürlich noch eine 5. Packung Samyang-Nudeln. Ah, Hilfe, der schlägt mich. Ja, Adi, die Packung ist ziemlich schwer und robust, ich weiß. Deswegen habe ich die mit Absicht jetzt auch da drauf gelegt. Bestellnummer Prime. Das kam also trotzdem, das ist eigentlich über Amazon gewesen. Vielen Dank für Ihren Einkauf bei Masala Walla auf Amazon. Masala Walla. Samyang Hot Chicken Pulled Gram Nudel Cheese Flavor Pack of 5. Das ist auf jeden Fall sehr brutal. Oh mein Gott. Was denkt ihr, wie viel das gekostet hat? 50 Euro für 5 Packungen Samyang Nudeln. Eine Packung 10 Euro. Was ist da denn los? Die Nudelpreise variieren auch die ganze Zeit. Einmal ist es so, einmal hast du Glück und kriegst eine 6,50, einen 5er-Pack. Dann bezahlst du mal durchschnittlich 8 Euro oder so. Jetzt bist du schon bei 10, also deckt euch ein mit den Samyang-Nudeln. Ich hatte nämlich keine mehr. Das hat die Shenaya gerochen. Und deswegen hat sie gedacht, bevor der Ramses abnimmt und dann Ramses der Dünne ist, bleibt der lieber Ramses der Dicke und wird zugestopft mit Nudeln. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Das freut mich. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das überrascht mich jetzt wirklich. Samyang-Nudeln. Ich habe wieder welche da. Dann weiß ich auch, ich habe heute nämlich Hunger. Ich habe jeden Tag Hunger. Ich esse jeden Tag was. Ihr auch. Dann weiß ich auch schon, was ich mir heute zum Essen mache. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Dankeschön, Genaya. Danke für alles. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.